Willkommen auf der Mobile World Congress 2014 mit dem Oppo Find 5. Ein schickes 5 Zoll Handy haben wir hier mit Full HD Auflösung. War eines der ersten Full HD Smartphones auf dem Markt, noch vor dem Samsung Galaxy S4. Wir haben 1632 GB verfügbar mit dem Android 4.2 installiert, was allerdings Color OS in dem Fall heißt, weil die Asiaten das angepasst haben vom Look and Feel, aber wir haben trotzdem, glaube ich, einen Play Store installiert. Genau. Und wir können hier auch eine wunderschöne Kamera genießen. Auf der Rückseite haben wir nämlich 13 Megapixel mit Dual Flash. Auch eine der ersten Geräte, die das konnten, beziehungsweise 165 Gramm Gewicht. Oppo Logo, hier auf der Rückseite eine schöne leicht gummierte Rückseite mit Mikrofon drin. Wir haben hier Lautsprecher, Micro USB natürlich unten zum Aufladen, auch ein Mikrofon. Seitlich haben wir hier nur einen Lautstärkeregler. Und auf der linken Seite können wir das Gerät anmachen und unsere SIM-Karte einlegen. Oben finden wir den Kopfhöreranschluss. Wir haben WLAN, DLNA, GPS installiert, ein 1,5 GHz Qualcomm Snapdragon-Prozessor. Die Akkugröße weiß ich jetzt leider nicht, aber die Frontkamera hat auch 2 Megapixel. Und die werden wir jetzt nochmal anschauen, die Kamera hinten und die Kamera vorne. Die hintere Kamera schön schnell. Hier haben wir gerade einen Kollegen, der das Oppo N1 filmt. Könnten wir fotografieren. Ihr merkt, der Auslöser ist sehr schnell. Und das Bild ist leider auch ein bisschen dunkel. Haben wir das Gefühl, wobei wir können auch hier hinten fokussieren, dann ist es ein bisschen heller. Aber wir können auch die Kamera mal kurz umdrehen. Dann sehen wir den Julian hier in voller Pracht und ich auch nochmal mit der 2 Megapixel Kamera wirklich schön schnell. Das ist auf jeden Fall angenehm, um zu arbeiten. Oder um Selfies zu schießen. So, jetzt suchen wir noch einen Browser raus. Chrome müsste auch hier irgendwo drauf sein. Wir können hier eine Custom-Reihenfolge festlegen, deswegen finde ich es nicht sofort. Wie ihr sehen könnt, hier schöne Tastatur mit Swipe drauf oder wir können hier auch einfach die Tastatur benutzen. Und wir können natürlich das Gerät auch umdrehen und genießen dann hier ein schön schnelles Betriebssystem mit tatsächlich einem schnellen Quad-Core-Prozessor hier von Oppo und dem ColorOS. Der Preis dürfte mittlerweile bei um die 300 Euro liegen. Ein mittlerweile günstiges Gerät, das Oppo Find 5 mit einem schönen Metalldesign, gutem Gewicht und einem wunderschönen Display. Mein Name ist Balaschka von der Mobile World Congress 2014. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, unseren YouTube-Channel zu abonnieren.